Das ehemalige Castrum Fusignani im Besitz der Grafen von Cuneo war Fusignanum einst Eigentum der Este und des Papstes. Das Städtchen, in dem der Musiker Arcangelo Corelli das Licht der Welt erblickte, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum großen Teil wieder aufgebaut. Unter den Gebäuden in der historischen Altstadt, die den Zweiten Weltkrieg überlebten, haben wir die Kirche San Giovanni Battista mit einem wertvollen Gemälde aus dem 16. Jahrhundert mit der Taufe des Christus. Sowie das Gemälde mit der seligen Jungfrau Maria Patrona Fusignani aus dem Jahre 1570. Die Kirche Pio Suffragio oder Tempel der Gefallenen, die 1753 errichtet wurde und in der Gemälde von Benedetto del Buono zu sehen sind, sowie eine Votivone des Canova. In den Räumen des antiken Krankenhauses von San Rocco befindet sich das Stadtmuseum von San Rocco mit einer bedeutenden Sammlung von Devotionalienplaketten aus Keramik. Im Ortsteil San Savino befindet sich die gleichnamige Wallfahrtskirche mit einem monumentalen byzantinischen Sarkophag aus dem 5. Jahrhundert, Grabmal des Heiligen und Evangelisierers.